Herzlich willkommen hier in Frick am Fibel Schweiz zur 16. Wissenschaftstagung zum ökologischen Landbau. Die Tagung bildet eine breite Grundlage, um die aktuellen Ergebnisse aus Forschung und Beratung zu präsentieren. Wir haben uns außerordentlich gefreut, 360 Teilnehmende hier vor Ort begrüßen zu dürfen. Es finden in diesen 2,5 Tagen 7 Exkursionen statt. Wir haben 154 Vorträge, die präsentiert werden, 102 Posterpräsentationen, 14 Workshops und 6 Science Pitches. Gestartet sind wir mit Johanna Jacobi von der ETH Zürich. Ich freue mich, dass ich heute hier an der Wissenschaftstagung eine Keynote halten durfte. In meinem Beitrag ging es um die Transformation von Agrar- und Ernährungssystemen. Und für mich ist eigentlich der Biolandbau das Beispiel für Transformation von Agrar- und Ernährungssystemen. Wobei ich auch sagen muss, dass ich das Gefühl habe, er steckt ein bisschen fest. Und für mich ist tatsächlich die Agrarökologie ein Thema, das da sehr stark bereichern kann, indem sie Themen einbringt oder man könnte auch sagen wieder einbringt, die eigentlich die Biobewegung am Anfang auch hatte. Also Landverteilung, Gerechtigkeit, Frauen, Ökosystemleistungen oder auch Lebensprinzipien über ökonomische Prinzipien zu stellen. Mich beschäftigt im Moment am allermeisten das Thema Machtunterschiede und Interessenskonflikte in Ernährungssystemen, wo ich und die Forschungsgruppe, mit der ich arbeite, wo wir versuchen zu analysieren und zu verstehen, welche Akteure welche Entscheidungskompetenzen haben oder welche Entscheidungen treffen können im Ernährungssystem, welche nicht gehört haben, werden, welche Stimmen nicht eingebracht werden und wie man erreichen kann, dass unsere Ernährungssysteme demokratischer werden. Die Eröffnungsveranstaltung hat das Niveau schon mal ganz hoch gefahren und zur Transformation einen ausgesprochen interessanten Vortrag präsentiert. Dort sind wirklich neue Gedanken geäußert worden, wie der Ökolandbau in dem ganzen Ernährungssystem, in dem ganzen Landwirtschaftssystem möglicherweise eine tragende Rolle spielen kann, aber vor allem, wie der Weg dahin sein kann und wie viel da noch passieren muss. Also die Keynote von Johanna Jacobi hat mir sehr gut gefallen und fand wichtig, dass das auch ein Thema war, dass diese strukturellen, machtkritischen Fragen auch, die auch ja, im Ökolandbau bewegt werden müssen. Und ich habe auch gemerkt, dass das so im Nachgang dann auch Thema war und immer mal wieder in Diskussionen auch aufkam. Ein zweiter wichtiger Teil der Tagung waren Vorträge in sehr vielen verschiedenen Fachdisziplinen. So wurden Beiträge präsentiert zur klimaneutralen Landwirtschaft, aber auch zu Agroforst-Themen. Es wurden aber auch Forschungsarbeiten vorgestellt zu eher disruptiven Themen, wie beispielsweise Rethinking Grassland oder Eiweißautarkie. Ja, die Vita ist für uns in der Praxisforschung bei Bioland total wertvoll, weil wir hier einfach nochmal ganz gebündelt die ganzen Themen mitbekommen, an denen gerade geforscht wird, weil wir auch neue Leute kennenlernen. Und das hilft uns, das, was an Ergebnissen da ist, gut für die Praxis und in der Praxis nutzen zu können. Ich arbeite im Bereich, wo wir Rohstoffe für Naturkosmetik und Arzneipflanzen einkaufen bei der Wala. Und wir arbeiten mit unseren Rohstoffpartnern an ganz unterschiedlichen Themen, eben Beratung, Anbautechnik, Zertifizierung, Energiethema, CO2-Bilanzierung und, alles, was gerade so im Moment aktuell ist. Und hier bei der Tagung im Programm habe ich gesehen, zu allem gibt's was und zu allem trifft man Menschen, die man vielleicht hinterher kontaktieren und um Hilfe, Unterstützung bitten kann. Ein Kompliment vor allen Dingen auch an die jungen Forscherinnen und Forscher, die so viele schöne Beiträge hier bringen. Das hat mir alles sehr, sehr gut gefallen. Aber wenn ich einen Wunsch äußern dürfte für die Zukunft, wir müssen noch wesentlich stärker diese großen Zukunftsthemen, die großen Herausforderungen für die Zukunft anpacken. Bei den Tierthemen haben wir einen sehr großen Schwerpunkt sicher im Bereich Tierwohl. Es ist sehr schön, dass wir in vielen Themen sehr konkret in der Anwendung jetzt drin sind. Dass es sehr viele Beiträge gibt, die on-farm gemacht werden. Für meinen Geschmack noch viel zu wenig sind wir dran an den grundsätzlichen Ressourcenfragen, also quasi an der Schnittstelle zwischen Tierhaltung, Tierproduktion und den dahinterstehenden Futtermittelressourcen. Wo kommen die her? Wie produzieren wir die? Wie schaffen wir gerade beim Schwein und beim Geflügel auch eine Produktion, die weniger angewiesen ist auf Importe? Das Wichtigste war eigentlich, dass in allen Bereichen sehr viel Raum gegeben worden ist zur Diskussion, zur Auseinandersetzung.
drei Diskussionspunkte aus den Workshops, die mir in Erinnerung geblieben sind, sind einmal der Bedarf an langfristig ausgerichteter Forschung, der Bedarf an echt partizipativ ausgerichteter Praxisforschung, die auch angemessen honoriert wird, und ja, auch die Motivation von Landwirten für eine Umstellung auf ökologischen Landbau, die in der Regel dann gegeben ist, wenn diese Wirtschaftsform in die Zukunft trägt. Die Landwirte fragen sich, was ist morgen mit meinem Betrieb? Und wenn der ökologische Landbau da eine Antwort und eine Perspektive bieten kann, dann ist auch Umstellungsbereitschaft da. Was auch wirklich ganz toll ist, sind die Dialoge mit den Menschen hier, mit den verschiedensten Fachgebieten. Wir haben miteinander eigentlich einen sehr, sehr kollegialen Umgang. Und trotzdem haben wir immer mal wieder auch natürlich sehr kontroverse Diskussionen. Davon lebt auch die ganze Sache. Der Wille, sich auszutauschen, verschiedene Perspektiven einzubringen und auch zu hören, zu verstehen, warum bringt der andere diesen Punkt ein, das fand ich wieder gut. Das können wir Ökos, glaube ich, immer. Aber das inspiriert mich einfach auch für die Arbeit in Zukunft. An meiner Stelle bringen wir ja eben die Wissenschaft und die Betriebe gern zusammen. Und hier wahrzunehmen, wie viel Bereitschaft da ist, einfach zusammen weiterzudenken und diese Herausforderungen anzugehen, das ist total bereichernd und das inspiriert mich einfach für die nächsten Wochen und Monate. Ich habe einen Gemüsebaubetrieb und ich war heute hier, um mich mit der Forschung zu vernetzen. Das Thema Mulch-Gemüsebau treibt mich um und ich erhoffe mir von dieser Tagung, dass die Zusammenarbeit zwischen Praxis und Forschung ausgebaut werden kann und das Thema des regenerativen Gemüsebaus vorankommt. Das war für mich meine erste Wissenstagung und es war wunderbar. Ich gehe zu Hause mit vielen neuen Ideen und Inspirationen. Also die Tagung dieses Jahr hat mir richtig Spaß gemacht. Ich bin ja schon sehr lange dabei und was mir dieses Jahr vor allem auffällt, ist einfach eine super Stimmung. Also sehr viel Gespräch, sehr viel Dialog und wir werden motiviert dann auch in die Planung der nächsten Tagung weitermachen. Ganz besonders positiv kann man hier hervorheben das Essen. Also wirklich ganz hervorragend und ganz vielen Dank an die Ausrichter und ja, großes Kompliment. Es gibt auch dieses Mal einen Tagungsband. Alle Beiträge sind aber auch auf Organic E-Prints einsehbar.